Hallo Leute, hier ist wieder euer Lance Zorro und zwar mit dem letzten, vorerst letzten Japan-Video. Ich werde vielleicht noch ein Video, ich weiß nicht, vielleicht hat Gralex dazu Lust oder so irgendwie anders, dass wir noch ein kleines Video machen, wo irgendwie ich noch so spezifische Fragen beantworte oder so. Einfach nochmal ein bisschen so lockerer Talk. Jetzt nenne ich das schon Talk. Der Anglizismus ist ein Virus, der sich in unserem Gehirn langsam fortpflanzt wie ein Parasit. Ja, irgendwie so. Ja, in einer kleinen lockeren Gesprächsrunde könnten wir das auf jeden Fall nochmal machen. Egal, das ist das letzte Video erstmal von der Japan-Reise. Vorerst, wie gesagt. Und zwar geht es, wie angekündigt, über die Urawa Red Diamonds, meinen japanischen Lieblingsfußballverein. Mein Deutschen kennt vielleicht der ein oder andere. Ist Dortmund. Brauche ich nicht an die große Glocke hängen. Ist ein geiler Verein. Tolle Fans. Und, um die Überleitung zu bringen, die nicht so schwer ist, das alles ist Urawa auch. Urawa Red Diamonds ist ein Verein, der mir zuerst aufgefallen ist 1977. Nein, da gab es den Verein als solchen noch gar nicht. Da gab es nur Mitsubishi Urawa FC. Ich weise darauf hin, dass MUFC, also Manchester United FC, hat ja ähnliche Initialien. Und die Vereinsfarben, also die Trikotfarben, rote Shirts, weiße Hosen und schwarze Stutzen, überhaupt nicht irgendwie angelehnt sind an Manchester United. Aber in Japan hat jeder Verein so seine Inspirationsquelle, ist ja ganz klar. Egal. Der Verein, der mir auf jeden Fall 2010 das erste Mal aufgefallen ist, in einem Panini-Heft, unter dem Bildchen von Yuki Abe, wo stand Verein Urawa Red Diamonds. Und dann dachte ich mir schon gleich, was für ein geiler Name für ein Verein. Das ist dann aber trotz meiner weiteren Japan-Begeistertheit und auch Begeisterung für die Samurai Blue, also die Nationalmannschaft, nicht so richtig weitergetragen worden. Bis ich eines Tages mal geguckt habe, was ist in der japanischen Liga so für eine Tabelle, Situation so ist. Aber ja, da habe ich halt immer dann über die Tabelle, auf iLiga hieß das noch, jetzt heißt es One Football, naja, so eine App halt, geguckt, wie die Spiele so waren, habe mich gefreut, wenn Urawa gut dastand, aber die letzten Spieltage verliefen alle nicht so. Naja, und zugleich habe ich auch auf einer anderen App, nämlich Dream League Soccer, habe ich Matheo Richardes, einen ablösefreien Spieler, bekommen und habe dann mal gegoogelt, wo der denn spielt. Und zufälligerweise, es war ein Wink des Schicksals, ich habe viele solcher Winke erlebt in meinem Leben. Und auch andere komische Sachen, worauf ich hier auch noch zu sprechen komme. Ihr werdet es nicht glauben. der war auf jeden Fall auch bei Urawa. Der ist jetzt zwischen nicht mehr da, der ist jetzt nach der 2014er Saison gewechselt, aber 2013 war das, da war er noch da. Und ja, dann habe ich halt einfach mal auch 2014, trotz Abitur und allem, habe ich angefangen, ein paar Urawa-Spiele live zu gucken, wenn ich die Gelegenheit dazu hatte. Und ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil die einen attraktiven Fußball gespielt haben. Ich fand das ganz nett. Die haben auch viele deutsche Leute, Spieler und Trainer in ihrer Vereinsgeschichte schon gehabt. Allen voran natürlich Guido Buchwald, den Bezwinger Diego Maradonas. Und da ist mir ein Spieler vor allem immer besonders herausgestoßen, von dem ich hier auch noch ein bisschen, also natürlich mehrere Spieler, ich habe viele Spieler kennengelernt, Yosuke Kashiwagi, Genki Haraguchi, die alle habe ich dann irgendwann gelernt, alle auswendig gelernt. Am Anfang konnte ich sie vom Äußeren und so auch noch nicht so gut unterscheiden, auch die Rückennummern waren schwierig, aber mit ein bisschen First-Touch-Soccer spielen, obwohl da die Kader nie aktuell waren, naja. in FIFA gibt es die ja leider nicht, aber in First-Touch-Soccer schon, das ist ganz cool. Und bisschen hier Transfermarkt gucken und anderen Geschichten, habe ich mir die dann alle eingeprägt. Und dann ein Spieler, der als Verteidiger eigentlich gar keine so besondere Rolle hat, ist mir eben besonders aufgefallen. Und zwar während der Spiele dann habe ich eine große Liebe entwickelt, eine Begeisterung natürlich, für
Makino, Tomoaki Makino, oder Makino Tomoaki, der mal bei Köln tatsächlich gespielt hat. Der ist bei Urawa. Und der als Verteidiger erstaunlich oft in der Nähe des gegnerischen Tores zu finden ist. Und nicht nur bei Standards, sondern ja, eigentlich immer. Das ist generell bei Urawa eine Art der Verteidiger, aber bei ihm ist der Drang zum Tor noch ganz besonders. Und er ist ein großer Kämpfer, ein großer Spaßfußballer eigentlich auch, weil er immer total bescheuerte Sachen macht und Torjubel vor allem. Und generell ist der Fußball in Japan eigentlich viel lockerer, aber eben auch diszipliniert und ja, fair vor allem. Und das alles waren nur so Punkte, weswegen ich dann halt das geil fand. Und ja, ihr wisst, wie das ist. Man kann sich nicht, also ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber bei mir ist so, wenn ich mich lange mit etwas beschäftige und die Begeisterung steigt, dann möchte ich da natürlich irgendwie mal hin. Und das war auch ein der Gründe, dass ich überhaupt begründe, dass ich überhaupt mir so gedacht habe, irgendwie würde ich schon mal gerne nach Japan. Und möglichst bald. Und ich habe immer noch nicht so richtig dran geglaubt. Weil zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch nicht mit meinen Laborkollegen geredet, die mich dazu überredet haben. Und irgendwie war das noch so surreal. Aber ihr wisst ja alle, dass es anders gekommen ist. Nämlich dieses Jahr 2015, nachdem wir 2014 leider nur Zweiter geworden sind mit Urawa in der Meisterschaft. 2015 ein deutlich besseres Jahr. Im Nachhinein kann ich euch jetzt schon mal sagen, die First Stage wurde gewonnen. Also jetzt ist endlich mal wieder irgendwie First und Second Stage und am Ende Playoffs. Das ist ein bisschen scheiße eigentlich, aber jetzt sind wir zum Beispiel schon mal für die Playoffs qualifiziert und der Sieger davon darf irgendwie beim Weltpokal mitmachen. Auch nicht nett, auch nett. Und ja. Wie auch immer, ich bin dann halt nach Japan und mein Ziel war es natürlich auch, ein Spiel von Urawa zu besuchen. Zudem habe ich mir ein bisschen rausgeguckt, wo ist so der Fanshop Red Voltage in Urawa und wo ist der Trainingsplatz. Dann bin ich am 8.8. kann das sein, ich glaube schon, zu einem, also leider lagen die J-League-Spiele alle sehr ungünstig und die J-League-Spiele haben eigentlich die meisten Zuschauer. Also in dem 60.000er Stadion, da kommen dann durchaus auch mal durchschnittlich 40.000 Leute dann hin bei Heimspielen bei der J-League. International bei den Spielen waren es dann nur 15.000, also das ist deutlich weniger. Die Stimmung war allerdings trotzdem großartig und es war eiskalt, aber die Stimmung war großartig. Ich habe aus Leibeskräften mitgebrüllt, aber schon beim Stadion anzukommen, war einfach dieses wunderschöne Gefühl, was ich liebe, nämlich zum Stadion hinzupilgern und alle kommen da so an. In dem Fall sogar noch was Besonderes, weil die Leute halt gesehen haben, boah, ein Gaijin, der extra den weiten Weg auf sich nimmt als Urawa-Fan oder der einfach das Interesse zeigt. Und da wird einem natürlich selber auch, es erfreut einen natürlich die gegenseitige Anerkennung dann der Fans und so. Also ich erkenne die ja auch an. Ich finde das geil, wenn ein Urawa-Fan ist. Urawa-Fans erkenne ich als etwas ganz Tolles an. Werdet Urawa-Fans. Egal. Ihr könnt mal im Facebook-Club joinen. Urawa Red Diamonds Fanclub Deutschland. Ja, nur so am Rande. Da poste ich immer ziemlich viel. Mehr hier als hier auf YouTube. Aber das, vielleicht komme ich da nochmal auch wieder auf YouTube. Irgendwann mal wieder groß raus und kommt wieder viel Content. Ja, auf jeden Fall war das wunderschön, da zum Stadion hinzukommen. Dann natürlich die traditionellen Einlauf, also natürlich die Spieler erstmal, die da alle sich aufwärmen und so weiter. Und dann musste ich mir unbedingt noch schnell mit meinen Yen-Scheinen im Stadion integrierten kleinen Fanshop, wollte ich mir unbedingt noch einen Schal natürlich und noch so ein Schweißband holen. Ich mag Schweißbänder ehrlich gesagt sehr gerne und ich habe dann immer an einem Arm ein Dortmund-Schweißband, am anderen ein Urawa-Schweißband. Das ist immer ganz cool so. Und ja, habe ich mir auf jeden Fall geholt. Auch natürlich gegen die Kälte, weil ohne Schal ist schon kalt.
Und ja, das war erstmal lustig, auch mit der Verkäuferin zu reden. Ich glaube, die war auch nicht 100%ig Japanerin. Also ich bin ja 0% Japaner eigentlich. Außer im Herzen. Im Herzen bin ich 90% Japaner mindestens. Egal. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, ich habe schon das Geld hingelegt. Und dann habe ich im Hintergrund so diese Anfänge der Melodie gehört vom Starting Lineup. Etwas, was für mich immer ein ganz großes Highlight ist, bei der Mannschaftsausstellung mitzumachen. In Japan ist das anders, da wird nicht der Nachname gebrüllt oder so, da wird einfach nur so eine Laola-mäßige, so alle so, oh, hey, gemacht, während der Kommentator sagt, zum Beispiel, Goban Defender, Makino Tomoaki. Dann wird so geklatscht. Und im Hintergrund diese Musik so, egal, kann ich ja hier im Hintergrund laufen lassen, wenn ihr wollt. Oder wenn ihr nicht wollt, ich mach's ja, wie ich will. Und ja, da musste ich natürlich dann ganz schnell eilen. Manche haben mich komisch angeguckt, aber das war, das war großartig. Ich kam mich gerade rechtzeitig so aus dem Tunnel wieder raus, als in die Innenschüssel des Stadions sozusagen. Das war übrigens auch, die Gänge waren sehr gut gemacht, so, war sehr gut zum Besucherstromlenkung, glaube ich. Naja, und dann habe ich natürlich gleich mitmachen können bei dieser, hey! Dann kam schon Nishikawa, der Torwart, und dann der Nächste und so weiter. Und diese wunderschöne Anzeigetafel mit den völlig übertriebenen Effekten. Ja, das war schön. Inmitten all dieser anderen Fans, das hat mir ein Gefühl. Mir hat auch so ein alter Mann voll freundlich zugelächelt. Ich glaube, der ist auch schon ziemlich lange Fan. Und sitzt dann da immer jedes Spiel, ist immer dabei, hat schon wahrscheinlich die Kuda-Zeiten oder Guido Buchwald wahrscheinlich noch als Spieler miterlebt. Und ja, war wahrscheinlich schon im Komaba unterwegs, dem alten Stadion, wo jetzt die Frauenmannschaft spielt. Ja, so viel zum Nebensächlichen. Das Spiel selber hat nicht gut angefangen. Die Mannschaft, die aufgeboten war am Anfang, war nicht die A11, aber der Trainer Mića Petrović, der halb Österreicher, also eingebürgerter Jugoslawe, eigentlich eingebürgert dann halt in Österreich, viel Vergangenheit bei Sturm Graz und so, ist ein sehr toller Taktiker und großer Philosoph vor dem Herrn, den ich sehr zu schätzen weiß, auch wenn ich ihn nicht immer ganz verstehe, aber er ist der einzige Urawa-Spieler, nicht Spieler, Funktionär, den ich irgendwie ansatzweise auf Pressekonferenzen halt verstehen kann. Während bei den anderen, ne, klar, so Floskel verstehe ich so. Hontoni, so das ne, ma. Sugi no game wa muskashi de, ne, hi. So. Und dann bei Misha halt so. Na gut, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Das ist ein großes Team, Tokio. Wir haben gespielt mit 9 gegen 10 Mann. Viele rote Karten. Ich weiß nicht, wer war dieser Schiedsrichter. Nein, so viele rote Karten gibt es in Japan eigentlich nicht. Aber es war jetzt so ein Beispiel, wie er redet. Ich mag ihn sehr gerne. Egal, auf jeden Fall, jetzt habt ihr von dem auch mal was gehört. Ja, der stellt auf jeden Fall in so unwichtigen Turnieren wie international, wie der asiatischen Champions League, die irgendwie in Japan wirklich nichts wert ist, weil sie halt auch echt keine Preisgelder oder so drin hat. Ja, da stellt er immer nur so die B-Mannschaft auf. Jedenfalls lagen wir zur Halbzeit 1-0 zurück, aber dann haben wir Fans, wenn es auch nicht allzu viele waren, aber wir Fans haben gesprüllt, geschrien, haben alle Songs rausgehauen, die ich zum Glück auch alles dank Livestreams kannte und YouTube-Videos. Haben alles rausgehauen, was wir hatten. Und dann hat natürlich mein Lieblingsspieler Makino durch ein Eckenkopfballtor den Ausgleich erzielt. Dann waren wir alle voller Freude. Ja, leider haben wir den Siegtreffer nicht mehr gemacht. Die Chance dazu war eigentlich da. Aber das ist auch so ein Syndrom, was Urawa in der Rückrunde verfolgt. Das ist eine unfassbare Chancenvergabe. Also, das ist grauenhaft. In der Hinrunde wurde es immer knapp manchmal, aber absolut effektiv gewonnen. Und in der Rückrunde läuft bisher noch nicht so. Aber das konnte ich da noch nicht wissen. Auf jeden Fall frohen Geistes
sind wir trotz des Unentschiedens und trotz der Eiseskälte, wo mein Finger abgefroren wäre, weiß gar nicht welcher, aber er ist auf jeden Fall voll weiß gewesen und blutleer. Ja. Und ich musste kalten, also nee, in den warmen, aber also zur Erwärmung war es auch gut, aber der war so extrem bitter, weil ich eben keinen Kaffee trinke, also ich musste Kaffee trinken, weil mir welcher mitgebracht wurde und aus Höflichkeit von meinen Mitleuten. Er war schon bitter. Ist mir auch aufs Trikot geschwappt, aber irgendwie das Trikot, das ist immun gegen Kaffeeflecken. Also echt, absolut. Oder man sieht die Flecken einfach nicht, weil das sowieso schon so gescheckt ist. Das ist so ein Camouflage-Trikot, was ich mir mal bestellt habe über so ein Versandhaus in Japan. Also so ein halb, so, wie heißt das? Nippon Shop Niigata. Die senden nach Deutschland. Könnt ihr mal benutzen. Und wenn ihr irgendwie euch was holen wollt, so ein aktuelles Jump oder so, dann die holen euch das. Allerdings, die Versandkosten sind teuer und die wollen natürlich auch ihr Scheibchen abhaben. Also teuer ist das definitiv. Und mein Trikot war auch verdammt teuer gewesen. Ja. Auf jeden Fall einen anderen Tag bin ich dann, also es war schon gegen Ende der Japan-Reise, war aber noch mein erklärtes Ziel, es war schon ein paar Tage aufgeschoben, aber mein erklärtes Ziel war, ich habe mir schon U-Bahn-Plan und alles rausgesucht und schon die Yen-Münzen richtig hingelegt, damit ich das richtige Ticket hole und so. Der Plan, nach Urawa zu fahren mit der Bahn und da erstmal in Red Voltage Shop zu gehen, mir einfach mal die Stadt auch anzugucken. Ich glaube, zweimal muss man umsteigen. Ich glaube, zweimal umsteigen. Von der Kehin Tohoku Line muss man, genau, von Minami Urawa in bis zu Seltawa Shintoshi und so. Ja, egal. Da wollte ich eigentlich auch das alte Stadion noch angucken, aber das habe ich dann weggeschmissen, weil das war so ein Streichpunkt auf meiner Liste, das kann ich ein andermal noch machen, weil das ist ein unübersichtlicher Weg, sage ich einfach mal, bis zu dem Stadion. Das ist alles zugebaut mit irgendwelchen, das ist so eine Wohnsiedlung in Urawa. Aber Urawa war wirklich ein nettes Städtchen und schon als ich ankam am Minami-Urawa-Bahnhof, also ich weiß gar nicht die Himmelsrichtung, ich muss nochmal Vokabeln lernen, ich weiß auch gar nicht, ob es Minami oder Kita-Urawa war oder sonst was. Auf jeden Fall war da schon so ein Banner von dem Sponsor von Polus, My Home, My Town oder so. Also das ist so ein Hausverkauf und da war halt Urawa, wie sie alle arm und arm stehen, die Mannschaft. Dann bin ich zum Red Voltage Shop, es war ein bisschen schwierig, das zu finden, aber es war dann eine erfolgreiche Suche. Ich war nicht allein, aber zum Schutze meiner mitreisenden Person soll der Name nicht genannt werden. Auch ihr gebührt höchster Dank, denn die Geschichte nahm so noch eine, unter anderem so eine gute Wendung. Nicht unbedingt ein Hauptakteur, aber doch auch schon ein, sicherlich nicht eine unbeteiligte Nebenfigur, gerade bei dem, egal, ich erzähl's trotzdem so, als wäre ich völlig allein gewesen. Nur falls die Person das mal hört, dann weiß sie, ich bin nicht so ein Arschloch und gebe mich alles als Einzelperson hier drin aus in dieser Geschichte. Was ich jetzt aber doch tue. Also, der Weg wurde auf jeden Fall dann gefunden, Straße runter. War ein bisschen schwierig, den nach dem Weg zu fragen, weil ich vergessen hatte, also Nakasendo Road wollte ich halt, ne, aber Road heißt es natürlich nicht. Und mir fällt das Wort für Straße nicht ein. Nakasendo habe ich dann einfach gefragt. Der so, ja, irgendwie da so, hat er irgendwie so gezeigt. Ne, in seinem Japanisch. Naja. Da bin ich da lang und dann an so einer kleinen Straße, wo es zum Tempel geht. Und dann war da, Gott sei Dank, der Red Voltage Shop, wo ich dann auch gleich zur Freude der Verkäuferin mich zum einen neben Yuki Abe habe fotografieren lassen, neben einem Pappaufsteller von ihm. Zum anderen mir aber ein Trikot angezogen habe, also gekauft habe natürlich vorher, von Kashiwagi, Yosuke. Das Champions League Trikot leider nicht mit langen Ärmeln, weil Kashiwagi eigentlich immer lange Ärmel trägt. Gab's leider nicht in der AFC-Version. Und ich wollte unbedingt das Champions League Trikot, weil ich es cooler finde. Ja. War keine so falsche Wahl dann doch, wie sich herausstellen sollte. Ich bin danach auf jeden Fall zurück zum Bahnhof und eine Station weiter zu Sayatama Shinchoshin. Und war mir relativ sicher, dass ich in die richtige Richtung laufe, zum Trainingsplatz.
Es war nicht so. Ich bin Richtung Omiya gelaufen. Das ist ein bisschen nördlicher vom Trainingsplatz. Omiya und Urawa wurden jetzt zusammengeschlossen mit ein paar Provinzen zu Saitama, der Millionenstadt, der Metropole. Das war jedenfalls die falsche Richtung. Da wäre ich zum Lokalrivalen Omiya Adija gekommen. Hab's dann aber gemerkt, denke ich, als da so ein Schrein-Dings war und dann irgendwie, das kann doch nicht stimmen. Und dann zurück nochmal. Und dann habe ich mich beim Taxifahrer erkundigt, dann bin ich da die Straße lang und dann habe ich nochmal so einen kleinen Jungen, nicht so klein, das war so ein Teenager, war vielleicht ein Jahr jünger als ich oder so. Der wollte wohl zu seinem Fahrrad und dann habe ich gefragt auf Japanisch, was habe ich nochmal gefragt? Sumimasen, Urawa no Training Goraundo, ich weiß nicht, ob Goraundo wirklich da so, aber Training. Do ikeba ii desu ka? Irgendwie so habe ich gefragt wahrscheinlich, weil ich habe so einen Satz zurechtgelegt bekommen von einem japanischen Wissenschaftler, den ich ja auch getroffen habe, von dem ich ja auch geredet habe, von Akira. Ja, auf jeden Fall, er wusste, was ich meinte. Das konnte ich ihm, glaube ich, schon sagen. Und er konnte auch ein ganz, 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 ganz bisschen Englisch. Und hat mich dann den ganzen Weg, also erstmal Weg erklärt und mich dann hingebracht. Und dann nochmal erklärt, da hinten, da musst du lang, Little Bridge, also kleine Brücke, ist dann nochmal zurück. Und als ich fast da war, ist er mit dem Fahrrad an mir vorbeigefahren, ist dann nochmal zurückgekommen mit dem Fahrrad und hat mir nochmal gesagt, ja, das ist das. Also über die kleine Brücke, jenseits der gigantischen Autobahnbrücke, deswegen dachte ich so, ist ja ein bisschen bekloppt, die ist doch voll groß, die Brücke. Aber er meinte so eine kleine Brücke, die über so einen kleinen Bach geht. Und rechts vom Bach sah man schon in etwas Ferne die roten Flutlichtmasten des Trainingsplatzes, des Kunstrasenplatzes. Ohara, Training Ground. Auch wenn ich nicht glaube, dass es Training Ground heißt, sondern irgendwie Training sonst was. Da ist immer gut. Da heißt Feld, Reisfeld. Oder No heißt, glaube ich, Feld. So. Da heißt, glaube ich, nur Reisfeld. Ich bin mir nicht ganz sicher. In dem Fall wird es sowieso wahrscheinlich in mehreren Silben ausgeschrieben sein. Ist egal. Da auf jeden Fall. Also an dem Ort, wo schon die ganzen Autos standen. Manchmal kamen noch welche an. Und da kam dann, also egal, genau, da war so ein offene Tür und so, bin ich also rein zum Trainingsplatz, war so ein bisschen surreal, weil ich es echt nur von Google Street View mir mal angesehen hatte. Und einfach großartig, bis hinter mir das Gitter geschlossen wurde. Ja, das war dann aber gut, weil ich nicht draußen war, sondern drin. Ich war ein bisschen verwundert, weil es war ja eigentlich ein öffentliches Training geplant. Hab ein paar Spieler schon voller Begeisterung gesehen, die ich gleich erwartete auf dem Trainingsplatz. Mit leuchtenden Augen aus etwas Distanz habe ich dann Tadanari Lee, den Siegtorschützen des Asien Cups 2011 übrigens. Gebürtiger Koreaner, deswegen teilweise Probleme gehabt, aber ja, eingebürgerter Japaner auf jeden Fall. Deswegen auch der japanische Vorname Tadanari. Spitzname ist aber trotzdem von seinem koreanischen Namen Chun-Son, einfach nur Chun oder Chun-Kun. Und Lee ist ja auch eindeutig koreanisch. Also ich glaube, sein auf dem Pass heißt er irgendwie Oyama, aber das soll jetzt nicht wichtig sein. Der und Kenichi Kaga und Umesaki, glaube ich, liefen dann da so lang und ins Gebäude rein. Und dann kam ein Heilsbringer mir entgegen. Ich nenne ihn einfach mal so. Und zwar der Teammanager Shimon Ubagai. Ein Mensch, den ich tatsächlich nicht erwartet hätte. Ich wusste ja, dass Misha durchaus, weil er Deutsch spricht, also die Trainer, ein paar deutschsprachige Leute, Übersetzer und so, Daisuke Sugiura zum Beispiel, ein Japaner, der Deutsch kann, mehr oder weniger, im Schlepptop hat. Aber Shimon war halt einfach einer, der mich dann auf Deutsch angesprochen hat. Ziemlich gutes Deutsch. Tatsächlich spricht er besseres Deutsch, als er schreibt, kann ich heutzutage sagen, weil ich habe mit ihm schon ein bisschen geschrieben auf Facebook und so. Ja.
Und er hat mir auf Deutsch auf jeden Fall dann erklären können, mein Japanisch hätte dazu, glaube ich, nicht gereicht, dass das Training, na, wobei vielleicht schon, wenn das richtig, wenn er in meiner Grammatik redet, dann vielleicht schon. Meiner einfachen Grammatik zu dem Zeitpunkt. Jetzt ist sie da sogar noch besser geworden, aber immer noch nicht gut. Nicht gut genug, um das zu verstehen. Egal, er hat mir auf jeden Fall erklärt, dass kein Training ist, sondern nur eine Teambesprechung. Das war natürlich erstmal schade. Aber, also na, ich kann ja erstmal, Moment. Er hat mich gefragt, woher ich komme. Hat gesagt, Münster, ob er das kennt. Dritte Liga, ne, ist nördlich von Dortmund. Ja, Münster kennt er. Seine Mutter, die ist Deutsche, und die kam so aus der Region. Ne, dachte mir schon, boah, geil, das ist ein Zufall. Und er hat tatsächlich in dem, also mal ein Jahr lang, als irgendwie Austauschschüler oder weiß ich nicht genau, in meinem Stadtteil, den ich mir nicht zum Eigenschutz mal nicht erwähne einfach. Manche werden es wissen, manche werden es nie wissen oder irgendwann erfahren, keine Ahnung. Wenn man genug stalkt, findet man alles raus. Hat er mal gelebt. Und zwar, ich glaube, 2008, 2006, 2008, nee, vor 8 Jahren hat er gesagt, ne? Und 2007? Bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall hat er da gelebt, ein Jahr lang. Und das schon, ich sag mal, ist ein Zufall, ne? Also ich treffe ja in Münster schon kaum Leute, die aus dem Stadtteil kommen. Aber in Japan, am Trainingsgelände meines Lieblingsfußballvereins, ja, die Welt ist klein. Es war auf jeden Fall großartig, dass ich Simon da treffen konnte, weil er ist ein sehr netter, also Japaner sind generell sehr nett und gastfreundlich, aber das war natürlich auch dann sehr freundlich von ihm, mir das Angebot zu machen, obwohl kein Trainings und so ist, einfach mal meine zwei Lieblingsspieler zu sagen, so, oder was so meine Lieblingsspieler sind. Ich habe dann halt zwei gesagt, ich glaube, er hat mir keine Limitierung genannt. Und dann habe ich gesagt, ja, Yokashi Wagi, ich habe mir sein Trikot ja geholt, und natürlich Maki, ne? Und dann hat er gesagt, ja gut, er geht mal rein und dann redet er mit Maki und Yosuke. Und das ist dann auch so passiert. Also ist er dann halt rein und dann kam irgendwann, während ich noch ein bisschen Videos und so und Bilder vom Trainingsplatz gemacht habe und den Autos, die fetten Autos, die meisten sind Lexus gefahren, glaube ich. Manche auch irgendwie Mercedes oder so, aber keiner Mitsubishi. Schämt euch. Das ist doch der Mutterkonzern von Urawa. Ja, aber übrigens alle Fußballvereine von irgendeinem Konzern. Aber die haben sich relativ davon losgeeist. Nur noch ein ganz normaler Sponsor inzwischen. Ja. Dann kam auf jeden Fall Yosuke raus. Und Yosuke ist ein sehr gewitzter Spieler. Also einer, der körperlich eigentlich überhaupt nichts kann. Aber, also nicht viel. Und ist auch nicht der schnellste. Aber, also, ja, er spielt einfach grandiose Pässe, er hat ein tolles Auge und er ist von den vielen Videos, weil in Japan gibt es so viele Unterhaltungsshows, wo die dann einfach mal vorbeischneiden, also reinschneiden, immer so die, ja, hier sind die Leute von Urawa, ja, da. Willkommen bei Versus Arashi. Eine tolle Show übrigens. Voll bekloppt, bunt. Naja, und daher weiß ich, dass er einen coolen Humor eigentlich hat. Nicht so auffällig oder so, aber so ein, ja, also es war mir schon bekannt, dass er so ein netter, cooler Kerl ist, aber er war halt echt richtig cool drauf und hat, glaube ich, einen zur Begrüßung irgendwie guten Tag oder so gesagt, hat er sich angestrengt, ein bisschen was wir da schon aufgeschnappt haben, als Misha und so geredet haben, und dann habe ich natürlich auch versucht, mit meinem Japanisch zu beeindrucken. Er hat mich gelobt für mein gutes Japanisch und hat unterschrieben auf meinem Trikot, wenn auch kaum sichtbar, weil ich einen schlechten Stift dabei hatte. Und dann haben wir ein Foto gemacht. Übrigens, auf dem Foto wird man, auf den Fotos wird man sehen, dass Yosuke einen sehr ausgefallenen, also in meinen Augen ausgefallenen Kleidungsstil hat, nämlich Hemd, was oben und unten aus seinem Polunder-Dings rauslugt,
oben drüber noch so eine, übrigens auch langärmelige, er trägt ja immer langärmig. Ist vielleicht irgendwie traumatisch bedingt, ich weiß es nicht. Ich habe ihn noch nie kurzärmlich gesehen. Ja, langärmliche Filzjacke irgendwie drüber und eine Hornbrille. Und dazu noch so eine Mütze, die hat er aber zum Glück abgenommen fürs Foto. Aber Josuke war ein extrem cooler Typ und natürlich noch so ein bisschen auch was so besonders, also kein normaler Standardmensch, sondern eben schon ein bisschen prominenten Statusgefühl, aber ja, er war sehr freundlich und hat brav Autogramme gegeben und alles und sich verabschiedet und alles, was halt so zugehört. Das hat mir gut gefallen und das war ja dann schon fast kaum steigerungswürdig, dachte ich. Aber dann kommt natürlich mein absoluter Lieblingsspieler raus, Makino. Noch im Trainingsanzug und alles und sagt so, ah, hallo, ja, ich bin Maki. Ich war ja in Köln und habe noch Deutsch, bisschen sprechen, habe ich gelernt. Ah, Makino Senshu wa subarashiku Deutsch wo hanasemas, jo. Also, ah, arigato, danke, danke. Also er konnte wirklich super Deutsch reden für jemanden, der nur ein Jahr in Köln gelebt hat. Also das muss man, vor allem in Köln, die können ja noch nicht mal selber Deutsch. Aber es hat mich beeindruckt, schon mal. Und er hat einfach diesen, weshalb ich ihn auf dem Platz halt auch immer so mochte, dieses unbekümmerte, bisschen, also irgendwie freche und so ganz anders als die anderen Japaner, die halt alle sehr still und zurückhaltend und höflich sind. Er ist nicht unhöflich, nein, nein, aber halt so viel offener noch und vor allem sehr so mit Eigeninitiative. In diesem Fall bedeutet die Eigeninitiative, nachdem er mein Polaroid-Foto unterschrieben hatte und mir seinen Kanji in der Unterschrift erklärt hatte, dass er fand mein Trikot, was ich trage, wo er sehr froh war, dass er, übrigens auch unterschrieben inzwischen, dass seine Nummer drauf war, seine Rückennummer. Er fand, es war irgendwie zu alt und ich habe noch gar nicht sein neues Trikot. Also ist er zu seinem Auto, wo so ein paar Trikots noch drin waren und hat mir einfach mal sein Trikot geschenkt. Dass ich, dann eigentlich nicht annehmen wollte. Also ich habe sie natürlich, ne? Aber man kann das natürlich nicht ablehnen. Das ist ja noch unhöflicher. Ja, und auf jeden Fall einmal ein Trikot geschenkt. Eine Tasche und Poster noch dazu. Und das war woanders. Moment. Das kommt noch. Übrigens, Shimon hat ganz gut übersetzt. Das hat er auch super gemacht. Dazu ist er auch gut. Und zum Fotos machen. Nein. Vielleicht seht ihr noch ein paar Fotos. Das ist der so nicht ganz japanisch, aber auch nicht ganz deutsch, sondern so dazwischen. So. Vielleicht muss ich ihn aber auch raus... Ich weiß das nicht. Will ich ihn rauscanceln, so raus X-Balken? Ach, das sieht er schon nicht. Oder so schlimm wird es schon nicht sein. Wobei, er versucht ja auch immer auf den Instagram... das ist egal. Er versucht immer so ein bisschen von Fotos runterzugehen. Na gut, welcher Japaner versucht das nicht? Die sind ja alle so ein ganz bisschen schüchtern. Ja. bin ich eigentlich auch. Ich bin japanischer als Maki, glaube ich. Nee, wahrscheinlich nicht. Äußerlich zumindest nicht. Und ja, egal. Dann noch sein Buch auf jeden Fall rausgeholt. Seine Biografie. Big Heart. Big Heart. Auch noch unterschrieben und alles hat er erklärt, hier da, ich kann vielleicht nicht so viel lesen, aber da ist ein Bild drin, wo er bei Köln war und da bei Hiroshima das ist auch ein wunderschönes Bild, Makino als Student irgendwie in Hiroshima, wo er in so einem Anzug steckt. Es sind sehr viele schöne Bilder drin in Schwarz-Weiß und ich habe auch schon ein paar Sätze entziffern können inzwischen. auch alles unterschrieben und ja, dann hat er noch natürlich noch sein
Kumpel gerufen, dass er jetzt ihm mal sein iPhone holen soll. Ich glaube, es war ein iPhone, oder? Sein Handy auf jeden Fall. Damit er auch noch ein Foto machen kann. Dann haben wir auch noch ein Foto gemacht. Das hat er aber noch nicht auf Instagram oder so irgendwie so hochgeladen, wie die meisten anderen seiner Sachen. Vielleicht, weil er nicht um Erlaubnis gefragt hat oder so irgendwie. Nee, weiß ich nicht. Hätte ich geil gefunden. Ich verfolge den ja auf Instagram und alles, also das wäre schon was gewesen. Ja, aber das ist doch auch irgendwie krass, dass er ein Foto dann auch noch von mir machen wollte. Aber gut, vielleicht kommt nicht jeden Tag ein deutscher Fan vorbei. Ich glaube, das ist schon so. Da kann ich mir ja auch was drauf einbilden. Ja. Andererseits so ein toller Spieler, der hat auch solche Fans verdient, die um die halbe Welt reisen, um Trikots von ihm geschenkt zu bekommen. Ernsthaft, also das war, damit habe ich nicht gerechnet, bei allen guten Geistern nicht. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Also den Status als mein Lieblingsspieler wird er, glaube ich, nie wieder verlieren. Da hat es ihm auch nicht geschadet, dass er völlig blöd in dem einen letzten Spiel, was ich mal geguckt habe, in der Rückrunde war es, glaube ich, beim 4:4 gegen Vigalta Sendai. Also die Mannschaft aus der Tsunami-Region. Da ist er irgendwie einfach nach vorne gesprungen, hat eine Schwalbe gemacht und den Ball mit den Händen weggeprescht. Das war ein bisschen daneben. Aber das ist, ja gut, das ist so seine Art vom Spaßfußball. Er kann sich's erlauben. Er wird von seinen Gegenspielern hoch respektiert und das nutzt er natürlich auch dreist aus. Bis zum letzten Moment. Ja. Auf jeden Fall den Status wird er nicht verlieren. Also, wer so cool ist, und ich glaube, er ist einer der coolsten Fußballspieler, die es so gibt, so einer der lockersten, der hat das einfach verdient, deshalb auf ewig mein Lieblingsspieler bleibt. Und ja, dann hieß es aber schon wieder Abschied nehmen. Er hat mir übrigens noch versichert, dass er, oder so hat er so angedeutet, dass er wohl im nächsten Winter nach Hannover wechselt. Ich weiß noch nicht, inwiefern ich das, also Vertrag würde auslaufen, allerdings sind in Japan die Verträge auch nie besonders lang. Die werden einfach immer nur am Ende der Saison verlängert. Vertrag würde auslaufen und er würde so noch, also ich habe so gefragt, ja, wohin willst du denn dann? Ja, dann Bayern, Dortmund, Hannover. Und auch vorher hat er irgendwie was mit von Hannover gefragt. Und dann habe ich so gefragt, Herr Hannover, das ist ja Sakai und so. Nee, Sakai, der geht, das hätte er eben schon gesagt. Interessant. Also wenn ihr Hannover-Fans seid, freut euch auf einen tollen Spieler. Denn ich traue einfach mal dieser Aussage. Ja, ich glaube ja, dass Hannover dieses Jahr gegen Abstieg spielt, aber Macki wird da sicherlich einen Schlussstrich drunter setzen. Warum nicht? Hannover. Es würde schade sein, wenn er einfach Urawa dann verlässt. Aber in Hannover kann ich ihn besuchen. Das wäre sicher cool. Ja, das ist gut Positives. Vielleicht mache ich da mal ein Video, wenn es tatsächlich so weit kommen sollte. Ich glaube an solche Treffen dann auch, weil wer einmal jemanden aus seiner Heimatstadt in Japan getroffen hat, aus seinem Heimatstadtteil, der glaubt sowieso an alles. Wem sowas gelungen ist, was mir gelang. Ha ha ha. Solche heroische Taten. Okay, ja auch. Ja. Dann kam übrigens noch Moriwaki raus, der andere Außenverteidiger, der auch offensiv aktiv ist. Allerdings geht er weniger in den Strafraum rein wie Maki oder so, sondern der hat einfach nur, obwohl er Rechtsfuß ist, einen extremen linken Hammer, womit er eigentlich Traumtore immer wieder schießt. Und zwar Moriwaki Ryota, habe ich auch gerufen. Hey Mori! Und er hat auch nur so geklatscht, so mit seiner falsch rumen Cappy. Ganz cool. Ist er in sein Auto gestiegen und weggefahren. Ja, dann war der Tag auch schon wieder da vorbei. Nein, war es nicht. Shimon Ubagai hat mir noch mit Hilfe ein paar Leute eine sehr liebe, tolle Tasche zusammengestellt mit Urawa-Stickern, die ich mir bis dahin auch schon mal gewünscht hatte, weil es kleben ja, die ganze Stadt klebt ja voll mit irgendwelchen Fußballstickern. Und ich dachte mir auch mal so irgendwie so Urawa-Sticker. Ich weiß nicht, warum ich das gedacht habe, aber ich wollte die unbedingt auch mal haben. Und jetzt habe ich welche, 6 Stück. Vielleicht habe ich schon einen verklebt, ich weiß gerade gar nicht, aber ich glaube, ich habe noch 6 Stück. Und ja, noch eine so Plastik-Urawa-Tasche, die ich immer zum Einkaufen verwende oder in die Stadtbücherei.
Und ja. Noch eine, auch also, relativ geil, mit vielen Unterschriften von letzter Saison. Ein Unterschriften-Dings, da sind Unterschriften drauf von Kato, der jetzt bei Omiya zur Hochform aufläuft momentan. Der langjährige, nein nicht langjährige, aber schon über einige Jahre erster Torwart. Auch vom jetzigen ersten Torwart und zweiten Torwart der japanischen Nationalmannschaft, Shusaku Nishikawa. Dem jetzigen dritten Torwart oder vielleicht sogar vierten, wenn er von Haruki Fukushima verdrängt wird. Ja, der ist wirklich Fukushima. Egal, von Nao Iwadate. Und von Hirakawa, Suzuki Keita, die ganzen Legenden, Yuki Abe natürlich und Marcio Richades. Ja, Shinzo Kuroki, auch Nationalspieler, auch eine, also so eine Tafel halt jetzt mit Unterschriften, auf die ich sehr, sehr stolz sein kann und sehr dankbar immer noch bin für so ein Geschenk. Also, mit welcher Herzlichkeit man mich da empfangen hat, das war großartig. Das, natürlich ist Urawa nicht so der größte Club der Welt oder so, die sich das nicht erlauben könnten, aber es ist schon, es ist keine, absolut keine Selbstverständlichkeit, wie man da empfangen wird. Auch als Ausländer nicht. So Hallo sagen und so, also ich meine, das hätte ja auch reichen können. Aber das war sehr freundlich. Und ich hatte halt auch ein Riesenglück mit Shimon. Das ist schon geil. Ja, ich denke, das wird auch nicht die letzte Episode sein, die ich euch davon erzählen kann. Ich werde sicherlich nochmal dahin reisen, nochmal beim J-League-Spiel auch im Stadion sein. Bei mehreren sicherlich auch mal über die Jahre hinweg, dann, wenn ich alt werde, dann schon. Wenn ich nicht alt werde, dann vielleicht noch einmal. Aber es gibt keinen Grund, warum ich das nicht werden sollte, außer dass ich irgendwie beim Führerschein verabrufen. Das ist super. Das hätte ich auch schon lange mal ablegen sollen. Aber bald ist es soweit. Ja. Hoffen wir, dass ich nicht im Knast lande oder im Straßenfall. Im Kanal. ja. Nicht so viel schwarz malen. Auf jeden Fall war das ein großartiges Erlebnis in Urawa und will ich auf jeden Fall wiederholen, will ich auch mal, will auf jeden Fall Shimon wieder treffen, ich möchte Maki wieder treffen, Yosuke, die ganzen, auch die anderen, die ich noch nicht getroffen habe, die ich noch nicht gesehen habe, übrigens Shusaku hat mir, glaube ich, das kann auch nur Einbildung sein, aber ich glaube, er hat mich gesehen, als Ausländer steche ich ja doch ein bisschen heraus und mir zugewunken bei dem Spiel, weil sie am Ende so alle applaudiert haben und ins ganze Stadion rumgegangen sind. Das ist auch nicht auch geil. Ja. Also es hat sich absolut gelohnt. Und wenn ihr auch Urawa-Fans jetzt geworden seid, dann liked meine Facebook-Seite und irgendwann fahren wir mal gemeinsam zu einem Spiel. Yo. Ja. Ansonsten war es das bis hierhin. Wir sind mal nicht bei 50 Minuten gelandet. Ich werde trotzdem wieder viel Bilder und Musik hier reinpacken müssen, damit das voll wird mit Content noch neben meiner Stimme. Ja. Bis dann, ciao, euer Lanzazoro. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und we are Rätsel.